Hollywood-Schauspieler Luke Evans hat schon in zahlreichen Blockbustern mitgespielt. Aber seine eigene Lebensgeschichte ist auch absolut filmreif. In unserem Interview spricht er jetzt über die dunkelsten Seiten seiner Kindheit. Auf den ersten Blick führt er ein Leben, um das ihn alle beneiden. Bei den Filmfestspielen in Cannes reißen sich gerade die Fotografen und Journalisten um Luke Evans. Der Hollywood-Star aus The Fast and the Furious, Der Hobbit und Die Schöne und das Biest hat es geschafft. Dabei sah es in seiner Kindheit nie so aus, als würde er einst ein gefeierter, international erfolgreicher Schauspieler werden. Ich wurde als Kind extremst gemobbt. Das war wirklich sehr hart. Früher hätte ich nie gedacht, dass das mal vorbei sein könnte und das Licht am Ende des Tunnels gibt. Doch das gibt es. Luke Evans wächst in einem Dorf in Wales auf. Seine Mutter ist Putzfrau, sein Vater Handwerker. Und beide sind Zeugen Jehovas. Luke musste mit dorthin. Und dafür wurde er von seinen Mitschülern heftig aufgezogen. Mit 16 tritt er aus und outet sich kurz später als schwul. Homosexualität wird von den Zeugen Jehovas verachtet. Deshalb hatte Luke Evans psychisch stark mit sich zu kämpfen. Heute möchte er genau deshalb Teenagern mit seelischen Problemen helfen. Ich fühle mich benachteiligten Kindern verbunden, zum Beispiel wenn sie in schwierigen Verhältnissen aufwachsen oder gemobbt werden. Denn ich war in derselben Situation und ich kann sie sehr gut verstehen. Auch dem kleinen Keaton, der bei Facebook erzählte, dass er in der Schule fertig gemacht wird, schickt Luke Evans Sätze voller Hoffnung. They call me ugly, they say I have no friends. Put milk on me and put a hand on my clothes. They're right at me. Es wird besser, Keaton. Das verspreche ich. Eines Tages wirst du stärker und mächtiger werden als alle Mobber zusammen. Er hat mein Herz gebrochen und ich wollte eine Nachricht schicken und sagen, dass Mobbing vorbeigeht und dass man darüber wegkommt. Auch Luke Evans hat die schwerste Zeit seines Lebens überwunden. Und sicher wären viele, die ihn früher fertig gemacht haben, heute gerne in seiner Haut. Sein soziales Engagement wurde in Cannes ausgezeichnet. Er bekam einen Award für seine Menschlichkeit. Und schon wieder wird unsere Welt ein bisschen schöner, denn Supermodel und Victoria's